Für die Österreicherin Anita Wachter hat das Jahr 1995 erfolgreich begonnen. Die 27-Jährige aus dem Montafon fuhr nämlich heute zu ihrem ersten Sieg in diesem Winter. Auf der anspruchsvollen Kunstschneepiste spielte Anita Wachter ihr ganzes technisches Können aus und zeigte, dass rechtzeitig zur bevorstehenden Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada wieder mit ihr zu rechnen ist. Der Beginn der Saison war für Anita Wachter nämlich alles andere als erfolgreich verlaufen. Der heutige Sieg in Haus war der 10. Weltcup-Erfolg insgesamt für die routinierte Rennläuferin. Die 1/1000 Sekunden Vorsprung, die Anita Wachter zum Sieg reichten, hatte sie Katja Seitzinger aus Halblech abgenommen, die in der Paradedisziplin der deutschen Skidamen heute den 2. Rang belegte. Vor der Schweizerin Heidi Zeller-Behler, die allerdings fast eine ganze Sekunde langsamer war. Erfreulich war aber nicht nur der 2. Platz von Katja Seitzinger, sondern die gesamte Mannschaftsleistung. Rang 4 gab es für Michaela Gerg-Leitner, Rang 5 für Katrin Gutensohn und den 11. Platz für Martina Ertl.